Vielen Dank, dass ihr da geblieben seid und herzlich willkommen zurück. Und ja, ich habe schon mal die Felgen abmontiert. Hat der Käse geschmeckt, der neue? Ja? Oder hast du den Walnusskäse genommen? Nachdem wir das geklärt haben, den anderen. Der war gut. Okay, also ich darf in Zukunft wieder Käse kaufen gehen. Das haben wir auch geklärt. Haben alle jetzt ein Fragezeichen im Kopf, was redet der da, ne? Sind wir uns das von dir gewohnt? Ne, die Zuschauer kennen keinen Käse. Besonders der Basel nicht. Ich mag Käse. Ja? Was sind deine Lieblingssorte? Ich habe am liebsten Gruyère, so richtig schön höhlengereift, so rezent. So, wir müssen die Vorderradnarbe auch noch abbauen auf der Seite hier. Und das Lager. Und hier bauen wir die Narbe ab und dann haben wir's. Nehme ich mal so an. Ja, Fragen aus dem Chat werden jetzt beantwortet. Bitte bedenkt, wie immer, wenn ich auf irgendwelche Fragen nicht antworte, hat das keinen Aussagewert, sondern das sind einfach Sachen, die ich nicht beantworte. Nicht? Gibt es ja auch schon mal. So, ich repariere mal eben die drei Sachen und los geht's, Basel. Feuer frei. Zuerst hätten wir mal noch eine Aussage zu der Katzengeschichte. Und zwar Zu ist das so, Katze. dass das, ja, die Katze in der Mikrowelle. Frechheit. Die Geschichte wird seit Jahrzehnten erzählt, vor allem im Zusammenhang mit Produkthaftungsfällen in den USA. In den 80er Jahren ließ ein amerikanischer Versicherungshersteller Nachforschungen anstellen. Es wurde kein Hinweis darauf gefunden, dass ein solcher Fall jemals verhandelt worden wäre. Dann wurde darauf geschrieben, ist aber Moment. nicht ganz, ja. Da stelle ich mir die Frage, ob dann die Geschichte von McDonald's auch richtig ist, wo der Mann gesagt hat, hier, ich habe von Scheiß McDonald's eine Fischvergiftung. Und McDonald's konnte nachweisen, dass in dem Burger, den er gegessen hat, nämlich dem Fischmeck, kein Fisch war. Und deswegen wurde die Klage abgewiesen. Ist die dann auch richtig? Interessant, lassen wir mal unsere Ja. Forscher in der Community losforschen. Genau, dann wurde sich gerade gewünscht, weil er gerade hier ist, der Yankee soll mal über mein Mikrofon und so nochmal was sagen, damit man seine Stimme nochmal richtig hört. Komm mal her. Sag mal Hallo und was für ein Käse du gerade gegessen hast. Hast du den Mund noch voll? Das ist ein. Ja, das kann ich dir. Okay, er muss mal eben nachgucken, was für ein Käse das war. Also ich lege einfach irgendwas in den Kühlschrank und er isst das. Das ist eigentlich vorbildlich. So, So, ja, hallo dann. erstmal. Da ist Und er. gegessen habe Du ich. hast den Mund noch voll. Nee, hab ich gar Bist du nicht. Lukas? Wo ich so am Krümmelschmatzen bin, nicht mal. So, was? Ja, und das ist Sant Albrei. Oder Sant Albrei oder so. Sant'Albrei heißt das, ja. Ach, Sant Albrei, okay. Nehmen wir morgen Factorio auf. Was hältst du davon? Ja, wäre bestimmt voll lustig und so. Ja, gut, Wenn du prima. da Zeit hast, ne? Ja, ich, das, ja. Und hi, Yankee. Ich soll ja Hi Yankee von Basel sagen. Danke, Oh, er hört hi das nicht mal. Basel! Ja! Es ist ein Irrenhaus hier. Ich muss unbedingt wie mal Portal mit ihm zocken, aber wenn es auf jeden Fall mit Ein ihm zu Portal, ja, tun. ihr soll, ihr will mal wieder Portal mit dir spielen. Ja, aber scheint im Moment mehr an mir als an ihm. Ach, ist das so? Jackie kriegt gerade drei Herzchen. Ich finde das eine Frechheit. Ich möchte auch Herzchen haben und Unterwäsche. Naja. So, weiter geht's mit den Fragen. Also, weil du Herzchen willst, wird jetzt mal gefragt, ob du eine Filterkaffeemaschine oder einen Vollautomat oder eine Stempelkanne für deinen Kaffee hast. Also, ich habe einen Wasserkocher für Instant-Kaffee. Ich habe aber auch eine so eine Standard-uralte Filtermaschine, weil ich kann mich einfach nicht für diese. Ich habe auch so eine Pet-Maschine von. Na, ich will jetzt die Marke nicht sagen, weil das einfach alles Kacke schmeckt, was aus diesen Maschinen des unteren Preissegments da rauskommt, schmeckt Kacke. Ich habe aber schon damit geliebäugelt, mir da mal wirklich eine vernünftige Espresso-Maschine mit Kaffeemaschine, mit allem drum und dran zu holen. Die kostet halt nur mal anderthalb Riesen, aber dann ist auch eine gescheite Qualität. Aber bis dahin begnüge mich mit einer relativ preiswerten Filtermaschine, mit einer Instant-Wasserkochmaschine und einer sehr billigen Pet-Maschine, die ich eigentlich keinem empfehlen kann. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Pet-Dingern stimmt ja überhaupt nicht, ne? Gut, soviel zum Thema Kaffee. Wieso? Keine Ahnung, wenn du es zu fragen bist. Ist mir vor lauter Kaffeeschreck hier schon Hütchen umgefahren. Oh, Mann! du auch was zu tun. Tuff, Wie tuff. komme ich auf den CM-Server? Niemand, das soll MC-Server sein. Nee, auf den CNC-Server, ne? Das ist die Konkurrenz. Nee, die gibt es nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Also bei meinem letzten Mal Workshop waren wir keine mehr online. Okay, auf jeden Fall auf unserer Community-Server-Farm bekommst du, wenn du ins Forum gehst und dort dich bewirbst. Und wenn du es nicht hinbekommst, eigenständig das Forum zu lesen
und mir dann zum Beispiel eine PM schickst, ich habe mir jetzt 10 Minuten lang das Forum durchgelesen, ich finde nicht, wo ich mich bewerben kann, würde ich jetzt persönlich sagen, ohne dass es jetzt zu hart klingt, aber du bist nicht geeignet, bei uns mitzuspielen. Das klingt jetzt zwar sehr gemein, aber... Ja, aber noch so Sachen werden wir tatsächlich haben. Genau, solche Sachen wird geguckt, genau. Kann man Kadun noch erwerben? Kadun kann man jederzeit erwerben, und zwar jetzt muss ich kurz überlegen. Auf kadun.de ist noch der Download-Link von der Modifikation. Das Spiel selber ist ja nie erschienen, das wurde ja eingestellt zugunsten anderer Projekte. Aber die erste Modifikation, also das erste Spiel, was ich jemals so entwickelt habe als Game Designer sozusagen, das ist nach wie vor da. Und ich werde das auch mal irgendwann hier, vielleicht noch zusammen mit dem anderen Entwickler von damals, mal als sozusagen als Developer-Walkthrough machen. Und dann einfach mal erzählen, das könnte vielleicht interessant sein, was ich aus Game Design Sicht mir damals dabei gedacht habe. Ist halt schon sehr alt, ne? Ist Gothic 1, Gothic 2, Grafik und alles. Aber wir haben da echt viel rausgeholt. Die Welt sieht geil aus, die Gebäude sind. Ja, Entschuldigung. Überprüfe den Zustand der Hebel. Der Kunde denkt, dass die Schalthebel lose sind und ersetzt werden müssen. Ich gehe mal kurz hier einmal raus aus dem Spiel und speichere mal lieber. Nicht, dass hier der ganze Fortschritt gleich irgendwie abkackt. SimCity oder City Skylines? City Skylines. Hast du gemerkt, wie ich da nicht eine Sekunde gezögert habe? Habe ich gemerkt. Ich schaue gerade Lead to Me. Also von dem her, ich bin erstaunt. Das muss die absolute Wahrheit sein. Tja. Hast du auch schon geschaut? Nee, das sagt mir gerade nichts. Netflix, Lead to Me, sorry. Achso, Lie to Me. Nee, Zustand der Hebel von was? Hebel von Schalthebel. Okay. Was ist Käse? Solche Fragen. Das steht hier. Solche Fragen. Das war die Antwort. Aha. Was ist Käse? Okay. Solche Fragen. Ist doch klar, oder? Ah, jetzt kapier. Ja, Spaß. Hallo, tschut. Ja, ist ja gut. Ihr solltet WordPress aktualisieren. Haben wir. Also WordPress, nicht Word. Homo, ich hab's gemerkt, ich wollte aufs Forum und ging nicht mehr. War's kaputt, ha? Huh? Ja. Wie? Aber es geht wieder, das Forum, ja? Das Forum geht wieder. Gut. Wechselst du an deinem Auto die Felgen selbst? Also, wenn man die Räder grundsätzlich oder. Oh, gut. Spielst du mit deinem Lenkrad? Ja, den Eurotrack-Simulator werde ich mit dem Lenkrad spielen. Kommt ja demnächst. Scandinavia Add-on, Eurotrack Simulator, Scandinavia in Kürze. Und Flughafenfeuerwehrsimulation 2015, hoffentlich vor Release. Im Moment ist es ja so, dass die Publisher irgendwie total einen an der Waffel haben, was Let's Player angeht. Die verstehen das mal wieder gerade nicht. Ich glaube, da ist wieder die nächste Generation bekloppter BWL-Studenten irgendwie auf den Markt losgelassen worden. Mal gucken. Aber dann gibt es ja dann von mir immer einen schönen Hinweis, ne? Wir haben das nicht vor Release bekommen. Das bedeutet, die Publisher hatten was zu verbergen. Irgendwann lernt ihr das auch noch. Ich finde die Frage gut. Ist Jengi bei dir? Nee, er hat schnell über Skype mit uns gesprochen. Genau. So holt sich auch die Sachen über Skype aus dem Kühlschrank raus. Das ist die neue Kühlschrankgeneration. Armagado bekommt kein Herz drin. Genau. Oh. Richtig. Ich bekomme immer nur Schimpfe. Ja. So, repariert. Nächster Auftrag. Du wolltest Unterwäsche. Die Frage wird gestellt, welche Größe? Welche Größe? Getragen natürlich. Oh. So, ein John Deere Mähdrescher. Hey, noch ein Highlight hier zum Schluss. Was haben wir denn da? Repariere alle beschädigten Teile, mache einen Ölwechsel, führe eine Probefahrt durch. Generalinspektion für $1,000. Ach du lieber Gott. Jetzt müssen wir noch richtig lang machen hier. Uiuiui. Oh, der Stream bricht gerade zusammen. Nein. Das erste Mal, dass du Öl bei einem Mähdrescher wechselst. Die Methodik dafür bleibt bis auf ein paar Unterschiede gleich. Du musst die Maschine nicht mit einem Heber anheben. Und das Öl ausunterscheidet automatisch die Zuhörerschale. Okay. Loradag 99. Soll man bei der Bewerbung auf dem Minecraft-Server unter der Frage, was mir sonst noch ausmacht, sich auf Minecraft oder auf sich selbst beziehen? Das musst du selber wissen. Und wir entscheiden dann, ob das richtig war.
Nein, es geht ja darum, dass wir und mit dem Bewerbungssystem wollen wir ja einschätzen, wer bewirbt sich da? Wer ist derjenige, der sich da bewirbt? Und passt der zu uns? Und wenn du da sagst, das hier ist cool mitzubringen, wenn ich mit euch Minecraft spiele, dann kannst du da reinschreiben. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Bock hast in Minecraft ein Tierheim zu bauen und das erlaubt bekommst und in Wahrheit Tierpfleger bist oder so, das gehört natürlich zusammen, ja. Zum Beispiel so ein Punkt. Oder halt, wenn du sagst, naja, du bist, was weiß ich, du arbeitest ohnehin immer in irgendwelchen Teams oder so. Was weiß ich. Aber im Prinzip ist das ein freier Teil. Und wenn wir da vorgeben, was da drin zu stehen hat, dann macht das keinen Sinn. So. Allgemein, wir haben jetzt, werden das Bewerbungsverfahren die Tage noch umstellen und dann wird es noch viel wichtiger. Also wir werden das viel mehr auf den freien Punkt geben und viel weniger Vorgabe machen. Wo es eben viel mehr darum geht, dass du halt uns zeigst, wie du dich bei uns bewerben willst, was für dich der Fokus ist. Gata, hast du eigentlich auch etwas Vernünftiges gelernt? Nein. Ölpenetrationstank? Was ist das denn? Da habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber da muss wohl das neue Öl rein, hä? Nee. Wahrscheinlich. Nee. Nee, gibt's eigentlich keine Ahnung. Muss denn dann das Öl hier rein? Gata, was hältst du davon, mal so ein Retro-Video zu machen, wo du Spiele spielst, die eigentlich schon lange nicht mehr laufen in deinem Kanal? Nennt sich Classics. Ja, was heißt längst nicht mehr laufen? Abgeschlossene Projekte müssen wir nicht nochmal aufmachen. Das macht keinen Sinn. Das ist so wie Tote wiederbeleben, das geht nicht. Aber Classics ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch nochmal wieder richtig Bock dran hätte, da was zu machen. Die Geschichte mit dem Fisch M und MCD ist auch falsch. Sind immer nur andere Fischsorten. Saisonbedingt. Saisonbedingt. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass McDonald's sich sowas erlauben kann. Könnte. Es hieß ja, denn es ist ein Hähnchenfleisch mit Geschmacksstoffen, ne? Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. So, Ölwechsel ist fertig. So, jetzt sind irgendwelche Teile kaputt. Jetzt muss man alles überprüfen, was... Ah, Inspektion hier, die hat sie doch nicht alle. Alle Teile überprüfen. Ich glaube, ich spinne. Aber es gibt euch die Gelegenheit, mehr Fragen zu stellen. Also, los geht's. Es geht hier viel zu viel um Unterwäsche im Chat. Ja, ich habe bis jetzt noch keine gekriegt. Sehen wir es da falsch so. Leute, nutzt doch die Zeit jetzt. Hilfe. Man darf auch nichts sagen, ne? Kein Späßle machen. Späßle gemocht, keiner gelucht. Da ist es kaputt. Kannst du mal World of Tanks spielen? Ja, mache ich irgendwann. Ich muss das aber erstmal angucken. Ich habe das schon häufiger mal angekündigt. Mache ich auf jeden Fall, ja. Gadrol, mach mal einen Podcast von deinen ET2-Büchern. Wir haben ein neues Abo und das Abo-Ding ist total verzogen. Moment mal, ich muss das mal hier richtig machen. Das geht ja so nicht. Ja, das ist der Grau-in-Grau-Abo. Was ist denn das hier? Fenster. Da. Bist du wieder aufnahmefähig? Ich höre zu, ja. Hast du Haustier? Und ich nehme an, das ist irgendwie nicht damit gemeint. Keine Katzen zählen also nicht, okay. Wir hatten früher einen Hund, einen Jagdhund. Aber nee, ansonsten kein Haustier, nein. Da habe ich gerade ja auch noch Zeit für. Was soll ich noch alles machen? Lorat würde gerne wissen, ob du mal die Projekte, die beendet sind und welche offen sind, wie ich mal ganz klar irgendwie so darstellen kann. Also, ja, das soll mal sagen. Das mache ich, auf Facebook immer. Echt? Ja. Okay. Also, ich habe auch Mühe, da Übersicht zu halten, was wirklich offen ist und was du für den erklärt hast und so. Wer jetzt glaubt zum Beispiel, dass Prison Architect eingestellt ist oder so, der hat irgendwie das System nicht verstanden. Das jetzt nicht, aber zum Beispiel der Talkbus. Ja, aber da muss man auch Gäste haben, die interessant sind und so. Und das auch entsprechend vorbereiten. Vielleicht. Ich kenne einen Grilliro, Six, da könnte ich dir empfehlen. Der was? Grilliro. Der grilliert ganz viel. Da kann ich ganz viel über Fleisch grillieren sagen. Grillieren?
Nein, okay. Ich kann dir gerade nicht Jetzt. folgen, aber es macht mir ein bisschen Angst auch, aber ja. Was ist deine Lieblingsschokolade? Die von Basel, wenn sie mal irgendwann ankommt. Ich habe gesagt, spätestens im Oktober. Welches Spiel findest du besser? City Skylines oder XXL? Skylines. Mönchengladbach, klar. Ah. Ja. Hast du Instagram? Rein, was soll ich damit? Das haben fast jeder YouTuber hat Ja, warum Instagram denn? heute. Was zeigen YouTuber auf Instagram, was sie nicht auf YouTube zeigen können? Ihr Gesicht? Ja, und? Merkst du was? Nein. Gut. Im Wiki gibt es eine Liste zu diesen Projekten. Ist sie aktuell? Sehr dringend. Das kommt drauf an, wenn die, ja, wenn die gepflegt wird, ja. Also ich pflege die ja nicht. Wir haben ja ein riesen, riesen Team hinter dem Kanal. Das muss ich auch immer wieder erwähnen, ne? Also das bin ja nicht ich. Das sind ja ganz viele Leute, die hier mitarbeiten, freiwillig. Und wenn ihr dann immer so fordert und so, wann kommt und macht mal und aktualisier mal und dies, das, denkt dran, das sind Leute, die das freiwillig machen in ihrer Freizeit für irgendeinen Typen, den noch nie gesehen haben und für noch meistens noch nicht mal ein Dankeschön. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich bin da Man muss ja sehr. jetzt sagen, man muss jetzt auch mal sagen, du machst ja nur die Videos, also das Einfache. Genau. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass die Leute das machen. Und bitte diese Forderungsgedöns, ich weiß, das war jetzt von den Zuschauern nicht so gemeint, aber dass man bitte da ein bisschen runterkommt von dieser Mentalität. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch. Gadro, kannst du mal Formel 1 2015 spielen? Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber tendenziell eher nein. Möchtest du es begründen? Nee, ja, Okay. das würde ich halt machen mit dann in meinem Seat hier, ne, im Playseat mit Lenkrad und so. Das ist Also bestimmt Max sehr fragt geil. in dem Zusammenhang gerade, ob du für Rennspiele geeignet bist, ob das wird mit dem zusammenhängen. Ja, ja gut, aber das Problem bei Rennspielen ist auch meine Reaktionszeit. Ich bin halt älter. Und die nicht schambehaarten machen sich ja darüber lustig, wenn ich in GTA nicht wie ein Ultra-Crack durch die Straßen schlängele. Das geht halt. Im bestimmten Alter wird das halt schwierig. Und das ist halt so. Weil das ist keine faule Ausrede, es ist einfach so. So, und ich bin nicht hier dafür da, um irgendwas möglichst schnell und effizient zu machen, sondern um euch damit zu unterhalten. Und ich glaube, mit den Fails unterhaltet ihr euch mehr, als wenn das alles so ein gelecktes oder künstlich Spaß geht. Es gibt ja auch ganz viele GTA-Videos, wo dieses künstlich gekünstelt Lachen, irgendwie was ausdenken, wo man sich gegenseitig dann irgendwie in total belanglose Wettbewerbe da reinstürzt und da irgendwie da dieses aufgesetzte Gelache und boah, das werdet ihr bei mir nie erleben. Sorry, wenn ich da wieder so deutlich bin. Ich kann das nicht ertragen. Ich finde das so. Entschuldigung. Ich glaube, du magst es nicht. Ich glaube, nee. Ich muss das ganze Ding hier auseinanderbauen. Ich glaube, wir müssen noch 20 Minuten dranhängen hier. Ja, wirklich, ich Ja, muss ich das gar kann dir im Moment nicht helfen. Ich muss voll auf den Chat achten gerade. Ich sehe gar nicht, was Ja, für Zeit es umso eigentlich mehr Fragen können die Zuschauer stellen. Ich mache das jetzt erst fertig hier. Wir ist. können den Gut. Kunden einfach hier warten lassen, das geht ja nicht. Ach doch, dann sagst du einfach, der Teil kommt erst morgen und gut ist. Oh, du sagst, ja. Anderes Thema. Kommen wir mal dazu. Was kochst du am liebsten? Was Leckeres. Ja, ich weiß nicht, was koche ich am liebsten? Sachen, die gut schmecken, aber dennoch halbwegs schnell gehen und ich bin auch ein Typ, der dann mal sagt, dann schiebe ich mir halt irgendwas Fertiges rein. Aber es macht mir Riesenspaß, selber zu kochen. Und das ist dann aber so halt so, also Hausmannskost oder so. Also nicht irgendwie was Feines oder irgendwie was Öko-Zeugs, natürlich sowieso nicht. Klar, schon drauf geachtet, was da für Zutaten reinkommen, aber jetzt nicht hier so auf, weiß ich nicht, sagen wir mal, da darf jetzt das und jenes nicht drin sein oder hier, ne, das muss halt von Tieren sein, die jeden Tag dreimal gestreichelt wurden und dann mit dem Weihrauch fast dreimal drum rumgelaufen wurde jeden Tag. Das brauche ich dann auch nicht, ne? Okay. Welches ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was für ein Ding? Welches ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Mein Also das Lieblingsspieler, absolute Top. das, weil wir hier noch nicht fertig sind, machen wir noch mal ganz kurz eine kleine Werbung und danach klären wir, was mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist. Wir sehen uns in 30 Sekunden wieder.
Lieblingsspiel aller Zeiten. Mhm.